Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für ein schnelles, einfaches Gericht, was man auch super dafür verwenden kann, wenn A, man vielleicht zu viele Eier hat, also die weg müssen, weil sie vielleicht zu alt werden. Ist bei mir jetzt gar nicht der Fall, aber ja, also wenn das der Fall wäre. Oder auch so eine kleine Resteverwertung. Denn das Rezept, das wird ein Omelette-Wrap oder Wrap-Omelette, wie man es will, kann man auch super nehmen, um sämtliche Reste, die man vielleicht noch so im Gemüsefach hat, mal aufzubrauchen. Also ich habe hier 4 Champignons, ich habe hier eine Handvoll Cocktailtomaten, könnte man natürlich auch andere Tomaten nehmen, aber da würde ich dann das Innenleben rausnehmen, weil sonst wird das zu, ja, zu nass irgendwie. Ja, ich habe 3 rote Zwiebeln und eine kleine Dose Mais, das ist aber nur so eine kleine mit 140 Gramm. Ja, und man könnte auch Paprika zum Beispiel da reingeben und ja, wer möchte, könnte natürlich irgendwie Salami oder irgendwie was Tierisches. Ja, aber ich meine, vegan wird es natürlich sowieso nicht bei 8 Eiern, ne? Sind aber wie immer die Eier aus der Freilandhaltung von Hühner auf Erxter Wiesen. Ja, und zwar, wie man hier sieht, Mobilheimhaltung. Da kann man auch direkt hinfahren und da sieht man, wie schön die da rumpicken in den Erxter Wiesen und haben dann halt ihr kleines Wohnmobil immer dabei. Ja, also vegan, aber trotzdem nicht. Ne? Und jetzt geht es nämlich schon mal damit los, dass ich mir hier die Eier verquirle. Also wie gesagt, bei mir sind das 8 Stück, wobei ich sagen muss, da sind ja manchmal kleine, manchmal große, also die sind sehr unterschiedlich. Das ist so eine Mischkalkulation. Der mischt die immer und zahlt man für alles den gleichen Preis. Ja. Mittlerweile 4,20 Euro für 10 Eier. Bin ich aber gerne bereit zu bezahlen. Ja, gerne. Aber da muss ich sagen, bei Eiern, da spare ich nicht, weil ich da schon Wert auf die Herkunft lege. Also 8 Stück. Und das ist ein Familienunternehmen. Das ist in so einem Automaten. Da kann man immer hinfahren und sich die ziehen, die Eier. Und ja, wenn dann keine da sind, rufe ich da an, darf ich vorbeikommen. Ja, geht immer. Die sind natürlich immer da, ich meine, so als Bauern. Und dann geht man einmal ums Haus und dann freuen die sich auch schon. Und ja, ich bin da auch schon bekannt durch eine tragische Eichhörnchen-versuchte Rettungsgeschichte. Es war sehr traurig. Und seitdem jedes Mal, wenn dann überfahrenes Eichhörnchen ist, denkt die an mich und denkt, oh, hoffentlich kommt die und kümmert sich. Ja? Da bin ich nämlich angefahren gekommen, ich denke schon so, oh nein. Ja, und da war es ein angefahrenes Eichhörnchen. Also angefahren, aber tot. Ich habe dann die Straße abgesperrt. Ich hatte hinten noch Altpapier im Auto und dann habe ich es mit dem Papier so und habe es hochgehoben und habe, aber es war leider nichts mehr zu machen und war dann vollkommen fertig und habe dann zu der Bäuerin gesagt, boah, ich habe da gerade ein Eichhörnchen. Ich habe es an Straßenrand ins Gras gelegt und noch zugedeckt mit einer Zeitung. Da meinte sie, ich habe es gehört, sagt sie, es hat noch geschrien. Ja, schrecklich. Einfach schrecklich. Und danach, jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme wegen der Eier, dann sagt sie immer, oh, es ist wieder ein Eichhörnchen. Und da habe ich noch an sie gedacht, wenn sie doch jetzt bloß kämen und sich kümmern würden. Sagt sie, ich hatte die 4 Kinder dabei. Da kann ich ja nicht, ja, traurig. Bis heute weiß ich noch genau, wie es aussah, das kleine süße Eichhörnchen. Ja, und so gerate ich wirklich immer solche Situationen, die ich auch überhaupt nicht mag. Aber einer muss sich ja kümmern. Ne? Ich hatte halt gedacht nicht, dass es jetzt gar nicht tot ist. Und dann verreckt es da. Oder es fährt noch einer drüber. Ja, aber bei solchen Aktionen immer auf Eigensicherung achten. Also ich habe die ganze Straße mit meinem Auto, das habe ich quergestellt. Und ich war dahinter, also nicht sich selbst da in Gefahr begeben. Ne? Ja, Pfeffer und Salz. Ja, und für diese paprikaartige Schärfe, ohne zu scharf zu sein, 1 Teelöffel Pulbiber. Und dabei kann ich natürlich auch sagen, bei der Würzung
Steht natürlich auch wieder jedem frei, wie er da das Ei oder die Eier würzen möchte. Und 2 Teelöffel Paprika edelsüß. Ich glaube, das muss ich mal wieder auffüllen. Das also schon mal gut verrührt. Und ich reibe mir wie immer die Zwiebeln, finde ich schöner. Ups, vielleicht sollte ich es auch richtig rumhalten. Denn so gart natürlich die Zwiebel dann auch viel schneller. Also ich habe hier eine große rote Zwiebel und 2 so kleine noch. Da muss ich auch sagen, das waren jetzt wirklich die Reste bei den kleinen. Ach, und schon wieder tränen mir die Augen. Das ist wirklich ganz schlimm mit mir. Bei Zwiebeln bin ich so eine Memme. Ja, dann hier die 4 braunen. Also sie waren braun. Ich habe dann nur wie immer ihnen das Fell abgezogen. Ja. Tja. Und die schneide ich mir nur in Scheiben. Da könnte man natürlich auch Dosenpilze nehmen. Überhaupt gar kein Problem. Und ein paar Cocktailtomaten, die ich aber viertel. Und die kleine Dose Mais, bei der nämlich dieses Dings nicht abreißt. Das habe ich ja immer bei den Dosentomaten. Da könnte ich mich so ärgern immer. Da ist dieser schöne Schnippel da dran und dann, ja, bricht er einfach ab. Ja. Also 0,0 Sinn macht der. Ja, aber bei dem geht's hier. Also die Maiskörnchen auch noch rein. Und das wird jetzt auch einfach nur gut verrührt. Also wie gesagt, das kann jeder nach Gusto sich ja abwandeln, was man da hat, was vielleicht auch weg muss. Oliven fände ich zum Beispiel auch noch schön. Aber sonst habe ich hier gleich mehr andere Zutaten als Ei. Deswegen bleibt es jetzt bei der Menge ungefähr. Und ich habe jetzt gleich nur noch hier den Käse. Da muss ich auch sagen, man muss, also im Moment finde ich das ganz schlimm mit dem Käse. Ich meine, er ist natürlich sowieso teuer. Und da habe ich so eine Packung Cheddar gerade, weil ich suche natürlich immer mehr raus, dass ich den Ältesten zuerst nehme. Also ich hätte Cheddar genommen, jetzt nehme ich Emmentaler, weil ich denke, ach, nimmst du den von hinten, der bis zum 3.8. haltbar ist. Bei mir ist heute der 29. Juli. Ach, und ich habe hier so einen miesen Stich zwischen den Fingern, muss ich immer kratzen. Also es wäre noch 4 Tage haltbar gewesen. Er war nicht angebrochen und der Cheddar war nicht mehr gelb, er war grün, als ich ihn rausgesucht habe. Also Packung unangebrochen. Ja, jetzt fahre ich nicht dafür extra zu. Ich weiß es nicht mal genau, von wem diese Packung eigentlich war. Da habe ich jetzt keinen Bock, erst zu Lidl, Aldi, Kaufland zu gucken, wo ich den gekauft habe. Und mich dann da anzustellen, ist mir das nicht wert. Aber bei Feta habe ich das tatsächlich schon mal gemacht. Da war der noch 2 Monate haltbar und war aufgebläht, dass ich schon dachte, der platzt mir in der Küche, im Kühlschrank da auf. Und da wusste ich aber immer, von wo er war. Ja. Aber ja, das hat mich schon geärgert. Ich glaube, 1,79 oder so die Packung. Ja, ärgerlich einfach. Was ich mir auch schon mal vorbereite, also ich habe ja den Airfryer und ich werde die zwischenparken, also wirklich nur bei 70, 80 Grad im Airfryer, damit die warm bleiben. Denn braucht natürlich ein paar Minuten, bis die hier dann ausgebacken sind. Und ich gehe damit zu meinen Eltern gleich rüber und soll natürlich auch warm haben. Und der Käse soll dann auch noch schmelzen. Deswegen parke ich das im Airfryer zwischen. Ansonsten würde ich es im Backofen, aber ist mir natürlich lieber. Der Airfryer ist natürlich zack, sofort die Hitze da. Und der kleine Raum braucht dann auch nicht so viel Energie. Und ich habe hier die Wraps. Und da sollte man dann achten, dass die Wraps die gleiche Größe wie die Pfanne haben. Vielleicht ein paar Millimeter dürften sie jetzt über, also über den Innenrand sein, aber nicht, also es gibt ja diese riesen Wraps oder natürlich kleine Pfannen. Das wäre dann nicht so gut. Aber es sollte genau hier reinpassen. Ich starte hier also und es sollte natürlich sich auch gut lösen. Deswegen kommt hier auch Fett rein. Das nehme ich jetzt ganz gerne, also ohne Werbung dafür zu machen. Ohne Palmöl, mit feinem Buttergeschmack und ist vegan. Was auch immer es ist. Aber vegan. Das Fett brutzelt gut.
Und ich gebe hier anderthalb Schöpfkellen hinein, verteile mir das gut und lege sofort jetzt den Wrap auf. Ja, und jetzt warten wir nur, aber ich gehe ein bisschen mit der Temperatur runter, also auf 1000. Ja, das ist natürlich mal bei einem normalen Herd, ich weiß nicht was, also ich würde sagen mittlere Temperatur halt. Ja. Und jetzt soll das Ei natürlich erstmal stocken. Ich drücke hier das nochmal an. Und der Wrap, auch von hier oben wird der jetzt schon langsam warm. Also da muss man keine Angst haben, dass der nicht erwärmt wäre. Hier immer wieder so mal der prüfende Blick. Aber also jetzt sind 2 Minuten rum. Ich denke noch 1 Minute ungefähr. So. Und umgedreht mit einem beherzten Klapp. Das lasse ich jetzt noch kurz auf der Seite auch noch. Und bestreue mir das jetzt mit dem Käse. Also das ist ja jetzt die Eiseite. Da kommt jetzt der Käse drauf. Und das klappe ich mir hier nämlich zusammen. Und drücke mir das, damit der Käse da drin das so richtig verklebt. Und das, wie gesagt, gebe ich mir jetzt hier auf mein Blech. Gebe das einfach in den Airfryer. Auf Custom stelle ich mir ein. 80 Grad ungefähr. Ich habe jetzt hier nur kurz ausgemacht, weil gleich geht es hier weiter. Und direkt geht es jetzt mit dem zweiten weiter. Und so 1,5 Kellen war bei mir genau richtig. Und direkt wieder den Wrap drauf. Ja, und so mache ich das jetzt mit allen. Immer wenn einer fertig ist, kommt er halt dann, wie gesagt, auf 75 Grad habe ich es jetzt eingestellt. Custom Airfry, also im Airfryer. Also grundsätzlich geht das rapzapp und ich würde sagen, das werden 4 Stück. Wobei ich glaube, einer davon reicht auch wirklich, um satt zu werden. So, 3 Minuten, ich glaube jetzt reicht's. Und wieder klatsch. So einfach. Und nochmal ein bisschen Käse drauf. Und ich habe jetzt das Blech aus dem Airfryer geholt und gebe auch das zweite noch hinzu. So, jetzt kommt es hier in den Airfryer. Also, alles in allem habe ich jetzt genau 1/2 Stunde gebraucht, um das zuzubereiten. Also wirklich, wenn es mal schnell gehen soll. Ich decke mir das jetzt mit einem frischen Tuch mal eben ab, damit es warm hält, denn ich muss ja noch ein Haus weiter. Da geht es an die Verköstigung. Aber ich wollte natürlich noch mit euch die Geschmacksprobe machen. Der Käse, der ist jetzt auch so geschmolzen, dass das hier wirklich, also man sieht, wie er Fäden zieht. Sehr, sehr lecker. Also das ist mal nicht so schwer und ja, eigentlich frisch, dadurch, dass ich diese frischen Tomaten habe und die frischen Pilze. Ja. Super lecker. Also, einfach und schnell gemacht. Und wie gesagt, mit dem Zwischenparken im Airfryer kriegen uns jetzt auch alle warm auf den Teller. Und der Käse zieht sich noch so richtig schön. Ja. Einfaches, schnelles Essen. Absolute Empfehlung. Ich schreibe es euch auf. Also wirklich keine Zauberei. Ja, und ich bin mir sicher, dass das auch gleich meinen Essenspartnern auch sehr gut schmecken wird. Das weiß ich hundertprozentig. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.